Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch mit dem Spriggan Summon, ja, Druiden. Jo, wir gehen gleich weiter. Wir brauchen noch drei Levels, um vor allem das Pedal, ja, das Unique-Pedal Relikt zu nehmen und noch genau die Rüstungen. Also die Rüstung. Genau, die haben wir hier. Und hier haben wir auch noch etwas. Und diese Sachen könnten wir noch austauschen. Und übrigens, Keeper's Claws ist stärker. 32 und 36. Poison Resistance. Ja, ist besser. Und Ice Dawn brauchen wir ja auch nicht mehr. Deshalb einfach ein bisschen mehr Mana. So, noch schwören. Und dann geht's schon los. Also machen wir mal Verwandlung. Oh, die machen noch richtig viel Schaden. Ist halt Feuer. Bald haben wir dann eine, ja, größere Wahrscheinlichkeit, diese Wisp zu beschwören. Und falls es nicht so gut wird, weil der Killspeed irgendwie ein bisschen auf der Strecke bleibt oder so, können wir immer noch zu den Ding, Roots gehen, also zu den, ja, Ranken. So, Totem. Sind gestorben. Ah, nein, ich bin einfach zurück verwandelt worden. Genau. Er spielt sich auch nicht schlecht, aber es fehlt halt was ohne Beschwörung. So, jetzt. Komm. Gut, jetzt nur mit dem angreifen. Dann bin ich so schnell. Ja, der Gürtel ist leider nur noch ab Level 50 irgendwie etwas. Leider. Bauen wir da noch ein bisschen dorthin und dann geht es auch leichter. So, 6 Strange. Naja, auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich so für Builds noch spielen werde. Ich werde sicher noch viele Builds spielen, aber ich möchte mich natürlich auch ein bisschen konzentrieren. So, auf irgendwas. Also, wir machen einfach die Chance jetzt höher. Dann sollte es eigentlich auch gut gehen. Bis dann. Wo kann es das sein, dass das Mana ein bisschen abgezogen wird? Wir fliehen halt immer weniger, also mehr Mana. Ja, weiterhin die Aura. Die Aura mal einsetzen am besten. Das sind noch zu schwache Gegner. Ja. Sehr praktisch, solche Wisp zu haben. So praktisch ist es schon. Ja, und das macht natürlich auch sehr viel Schaden. So, oder? Ja, wir können die Healing Aura gar nicht einsetzen. Doch, wir. Also, ja, jetzt, weil wir nicht in der Form sind, genau. Ui, ich bin eben noch ein bisschen erkältet. Nicht schlecht, also Crit mit Poison Damage ist eigentlich gar nicht so gut. Der ist einfach nicht so gut gerollt. Na, wenn wir gehittet wurden, wird aber gar nicht so viel Punkte da investieren. Kann ich das hier nehmen? Ist ja schon stark. 5 pro Level. Die sind, ja, okay. Mana, dann ist klar. Nur 4 pro Level, aber dafür Mana. Ist natürlich besser. So. Aber jetzt beschweren wir gar nicht mehr Wisps. Also ist ein Limit davor. Ja, doch, okay. Also es hat sehr zufallsbedingt. Die greifen natürlich die nächsten Gegner an, das ist gut. Können wir uns auf die Dicken konzentrieren? Eigentlich nicht schlecht, also bin positiv überrascht, wie gut der Beat funktioniert. Das Mana ist halt schon wirklich sehr schnell down. Müssen wir da irgendwie etwas noch machen, dass wir noch mehr Mana haben, bevor wir dann den
Ding einsetzen, den Gürtel. Also scheinbar mit dem Gürtel sind wir dann unendlich da. In der Beschwörung. Aber gut. Es dauert halt einfach. Müssen dann vielleicht versuchen, ob wir noch einen weniger hochleveligen Gürtel. Ne, der wurde einfach raufgesetzt. Der war ab Level 25, glaube ich, schon oder so. Und jetzt ist es so, dass er ab Level 50 wurde. Deswegen wegen einem der neueren Patches. Also, ja, kann ich auch nichts dafür. Aber wie beschw. Ah, da ist der Healing-Totem, ja. Schicke. Aber leider bekommen wir halt nicht mehr Mana. Ja, gut. Haben uns schon ein bisschen gespart, aber wir müssen das immer am Anfang einsetzen. Sonst bringt es uns nichts. Immer schön gegenheilen. Sehr gut. Ja. Stirbt. Aber wir bekommen kaum Mana über. Aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht ist es erst später im High Level. Gut. Ja, der Boss ist nicht mehr so stark, der war früher ein bisschen härter. Aus irgendwelchen Gründen ist er nicht mehr so stark. Also er spammt nicht mehr so die extra starken Angriffe. So jetzt. Jetzt können wir ihm sehr viel Schaden anrichten. Ja, es kommen auch sehr viele Wisps. Okay, drei erst, aber ich meine einfach, es kommen immerhin. Sehr gut. Also mit einer Beschwörung, okay, mit eineinhalb Beschwörungen, haben wir ihn zerlegt. Das ist sehr gut. Melee Damage will transformed. Benutze den Ding. Ich nehme den nicht. Ich benutze den Werbär noch nicht. Also der Werbär muss halt einfach, ja, ein bisschen besser zu spielen sein. Kommt mir ein bisschen zu wuchtig, zu langsam. Daher. Ja, wir gehen jetzt oben durch, noch ein paar Gegner extra töten. Ja, schade. Können wir nicht gebrauchen. Schon ein starker Stab, aber. Naja. Also die Schuhe werden wir irgendwann mal dann ersetzen mit einem schnelleren. Also die Boots sind schon sehr schnell. Ab später bekommen wir noch schnellere über. Der Gürtel und die Rüstung, die müssen wir behalten. Müssen wir halt schauen, dass wir sehr viele Resistenzen holen von anderen Gegenständen. Ja. Ich muss wieder auf Ding gehen, die Heiltränke. Also die Slots, also das Slot, die Ding, hat nachgedacht ein bisschen. Kurz die stehen gehalten. Es kann schon sein, dass er natürlich ein bisschen Ahn bekommt. Und er hält extrem viel aus, der Springen. Nicht schlecht wieder getankt. Ja, das ist sogar schneller beim Heilen wieder. Sehr gut. Ich habe jetzt nämlich die Healing Aura gar nicht eingesetzt, also bin positiv überrascht. Aber er merkt, dass er braucht schon noch einige Zeit, also ist noch nicht so mega OP. Ja, also, jetzt haben wir die hier mal voll. Wir könnten dann später wieder ein bisschen rausnehmen, aber ich denke, nö. Wir wollen so viele wie möglich haben. Diese armen Wisps.
So, nochmal hier. Okay. Hier nochmal Städten. Meine Effizienz brauchen wir nicht. Machen wir mal extra Projektile noch. Ja, der Schaden lohnt sich jetzt nicht unbedingt so. Lieber, dass mehr Projektile treffen und dann der Schaden multipliziert wird. So. Schauen wir mal, wie viele Wisps beschworen werden. Wahrscheinlich ist 3, ne? 4, 5 wahrscheinlich das Maximum. Kann das sein? Ich sehe es leider nicht. Also. Ich sehe jetzt, dass es 3 sind, aber es sind, glaube ich, 4. Aber 4 sind es jetzt momentan. Und es verschwinden wieder. Okay, einer verschwindet wieder. 2. Bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal ein bisschen mehr bekommen. Schade, also so spielerisch ist es leider nicht. Okay, wir haben Level Up, deshalb haben wir wieder Mana. So. Also der Burst-Schaden ist gut. Was ist das? Schritt, okay. Ja, ein bisschen geschottet. Let's see. It should be right here. Let's see. It should be right here. Wir müssen jetzt kurz noch zu ihm. Ich hab doch mit ihm geredet. Zweimal Duration brauchen wir nicht. Das ist für den Beastmaster, der hat diese Teile. Und wir müssen noch kurz zu ihm gehen. Scheinbar habe ich den übersehen. Also eigentlich möchte ich schon Chance zu summen. Hell, Totem, wenn Hit. Aber es ist so gering. Also. Ja, wir bekommen 2%. Ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt nichts. Tu jetzt einfach mal hier noch einmal rein und dann können wir es auch entfernen. Ah, ich habe echt nicht mit ihm geredet. Oh je. Wenn man nicht auf der Map schaut. Ich finde den Stein so cool. Er hat einfach einen Stein. Das hat Groot nie eingesetzt. Wo kommen eigentlich Trients? Kommen die von Herr der Ringe? Nee. Also ja, schon ein bisschen, aber. Wer war der Erste, der Trients erfunden hat? Wahrscheinlich irgendein mittelalterlicher Geschichtsschreiber oder so. Scheinbar so, wahrscheinlich, ja. Britische Mythologie. Oder vielleicht auch germanische Mythologie. Keine Ahnung. Ach, das ist so geil. So, jetzt geht's dann an die Uzi. Vielleicht brauchen wir doch ein bisschen Mana-Regeneration noch. 35 und wir sind 34, also bald. Okay, dann geht's an die Uzi. Weil da gibt's einen Gegner, einen Bogenschütze, der uns eigentlich recht gut schaden könnte. Erstmal der. Ja, Leash. Overseer. Da. Der Bogen, nein, der
mehr Spähträger war es, glaube ich, der uns mal getötet hat. Weiß gar nicht, im Let's Play vor einem Jahr. Das wollte ja unterbrochen, weil ich natürlich immer wieder Lags hatte durch die Internetverbindungslost. Also, wenn ich das Internet verliert, lagt es kurz hier im Game, weil das ein bisschen online ist, ja. Ah, glaube ich nicht. Nö. Ist Totem Elementarresistenz, brauche ich nicht. Hey, Dragon? Nee. Physical Damage können wir mal mitnehmen. Brauchen wir für den Bild, aber. So. Also. Dann nochmal hier einmal und dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir. Nee, das ist nicht. Ja. Nur wenn wir Shapeshifter haben. Hier, ja, Wölfe wäre immer super. Das vielleicht zuerst. Ja, 200 Damage brauchen wir nicht. Also, Reborn Red. Gut, so, jetzt brauchen wir nochmal eben dieses Level. Und dann geht's schon ein bisschen schneller weiter. Okay. Komm nicht vom Gegner weg. Ziemlich gut, hä? Okay, die Roots sehen cool aus. Ich glaube, ich muss ihn, also die Beschwörung muss ich anders gehen, weil er setzt ja die Aura gar nicht ein. Ja. Ich kann also nichts machen. Ich kann ihm leider nicht anweisen, dass er diese Aura einsetzen soll. Er setzt sie nicht ein, wenn ich Q drücke. Okay. Noch ein bisschen. Und dann zuerst mal ausrüsten. So. Das ist super. Jetzt, was brauchen wir noch? Uns gehen halt die Sachen langsam aus. Ein Gangling Roots beschweren wir auch. Und hier. Aria sicher mal. Cast Speed. Genau, Casting Healing Nova. Kann das sein, dass es zusammenarbeitet mit dem hier? Genau. Das brauchen wir. Also direkt hierhin. Und genau, das nicht. Also das nicht. Aber Duration, Summon Vine. So ein Reflekt wäre auch nicht schlecht. Es gibt genug Punkte hier, die wir scannen. Aber
Ja, vor allem eben. Also Ally Damage, das. Das und das und das wahrscheinlich. Da wir keine Sammelplätze haben, ist es nur einer, der hat einfach dicke wird hier. Der wird schon viel größer. Nein, er wird nicht größer, aber er bekommt einfach mehr Schaden und so über. Okay. Also wir brauchen Spell Damage zuerst mal. Wenn wir halt, ja, Schaden bekommen. Dann halt, was haben wir hier? Critical Strike Multiplier. Okay. Sehr gut. Okay, der Schaden ist natürlich jetzt nicht so dabei. Machen wir mal Beschwörung. Also Cast Speed ist stark nach oben gegangen. Ja. Boah, es geht ja mega schnell. Ah, eine Erleichterung. Oh, wie geil. Oh, wie geil, wie schnell das geht. Ja, viele, die zuschauen, das Spiel kennen, die denken sich so, ja, okay, das ist gar nicht mal so schnell. Ist klar, ich spiele auch jetzt nicht gerade so ein mega OP-Bild. Wollte jetzt einfach mal ein bisschen vorbeischauen beim Spriggen, bevor er halt umgestellt wird. Und ich kann schon sagen, ja, ziemlich gut. Hit Damage on Speed, Ali Proc. Ja. Ja, klar. Also brauchen wir 4 Punkte rein. Da bekommen wir wieder sehr viel Mana über, hoffentlich. Ja, der Schaden, der geht stark nach oben. Also eben deshalb, wegen diesem Punkt, gehe ich nicht auf die Spirit Ali. Ja. So. Dann hier noch kurz fertig. Hier haben wir fertig. Dann gehen wir hier runter. Die Aria ist auch nicht schlecht, wenn wir das nehmen. Ja, dann nehmen wir noch Spirit Blessing, dass wir uns ein bisschen heilen können, während wir nicht beschworen sind. Also ja, wir selber keine Spriggen sind. Beschworen ist es ja nicht. Wir ändern nur unsere Form. Oh, 64 Wizard Minion Health. Ja. Ich habe schon Ringe mit 150 oder mehr. 250 irgendwie so das. Gut, dann laufe ich ja zurück zum Rand da. Und wir gehen dann ins nächste Level. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.